wenigsten sind die Geschenke am geringsten, heißt es. Dabei feiert das Fest ein großes Geschenk von Gott, die Heilige Geistkraft. Schön, dass Sie dabei sind beim Gottesdienst zu Pfingsten. Es ist eines der drei Hauptfeste des Christentums. Deswegen haben wir auch zusätzlich den schönen Pfingstmontag. Rot ist die Farbe für Pfingsten. Rot für das Feuer der Heiligen Geistkraft. Gottes Geist weht, wo er will. Nicht fassbar. Und auch spürbar und notwendig. Die Heilige Geistkraft ist das, was uns immer wieder geschenkt wird für unseren Glauben, für unser Leben. Eine Flamme, ein Licht, ein heller Schein, eine Klarheit, die Stimme des Trotzdem, die Kraft Gottes. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen.
Wir wollen beten. Da bin ich, Gott. Ich bringe nichts mit als mich selbst. Da sind wir, Gott. Wir bringen nichts mit als uns selbst. Komm mit deinem Hauch, mit deinem Atem, deinem Wind, mit deinem Feuer, Gott. Komm und wohne in mir, in uns. Komm in unsere Welt, damit wir erkennen, worum es wirklich geht, damit wir finden, was dem Leben dient. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Erhöre uns, um Jesu Christi willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lese aus der Bibel die Geschichte, die zu Pfingsten gehört, aus Kapitel 2 der Apostelgeschichte des Lukas. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos. Und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen:
sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die 3. Stunde des Tages, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Manchmal, in seltenen Momenten, fällt mir dieser Satz ein. Plötzlich. Er stammt von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen. Über diesen Satz könnte man jetzt viel reden. Kann jemand, der Erfolg hat, nicht auf Gottes Nähe zählen? Ist ein Unternehmer kein guter Christ, der sich um Erfolg müht, seine Firma voranzubringen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern? Und umgekehrt, ist also erfolglos sein ein Ausweis für den Glauben? Wie so oft ist es so einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Gott etwas gegen Erfolg hat. Irgendwie gehört es zu uns Menschen dazu, erfolgreich sein zu wollen. Zu uns Menschen gehört es. Zu Gott gehört es nicht. Es ist nicht Gottes Maßstab. Und Martin Buber war zutiefst skeptisch, ob Erfolg ein Beweis für die Wahrheit ist. Ob das, was erfolgreich ist, auch automatisch richtig ist.
Wir leben in einer Welt, in der Erfolg einen hohen Stellenwert hat. Aus vielen Gründen. Erfolg macht Freude. Aber mehr noch, Erfolg sichert das Leben, so scheint es. Das Materielle und das Soziale. Wer Erfolg hat, hat meist auch Geld. Wer Erfolg hat, ist gut angesehen. Und das ist es, was so urmenschlich ist, dass es schon in den alten Urgeschichten der Bibel vorkommt. Hören Sie wieder einmal eine berühmte Erzählung. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Das lesen wir im Buch Genesis, auch erstes Buch Mose genannt, im 11. Kapitel. Gott verhindert den Erfolg, so könnte man sagen. Ja, zum Glück, so möchte man dazu sagen. Ist es Sehnsucht oder Angst oder Selbstüberschätzung, was die Menschen antreibt zu ihrem Projekt große Stadt mit hohem Turm? Sehnsucht nach etwas Besserem? Angst, verloren zu gehen in der großen, unübersichtlichen Welt? Oder einfach Hochmut? Oder eine Mischung von all dem? Oder bei jedem und jeder der Beteiligten etwas anderes? Das wird nicht erzählt. Die Menschen werden dargestellt, als seien sie alle gleich. Die Menschen nehmen sich etwas vor. Gut so. Doch sie versklaven sich selbst dabei. Sie müssen schuften dafür. Für ihr Sicherheitsbedürfnis oder für ihren Hochmut müssen sie schwer schuften. Und alle müssen das Gleiche tun und sagen und hören. Sie können nur noch in einer Einheitssprache miteinander reden. Viel zu sagen gibt es eh nicht dabei. Hoch hinaus soll es gehen, koste es, was es wolle. Das Ziel ist die Einheitsstadt, wo man sich dann, scheinbar sicher, einigeln kann. Ja, natürlich, wir wollen nicht verloren gehen. Derzeit ist Einigeln in der eigenen Wohnung und in der eigenen Stadt auch angesagt, wegen der Pandemie. Das ist eine Gefahr. Also ja, Ansteckung und Weitertragen des Virus ist natürlich auch eine Gefahr. Wir müssen verantwortungsvoll bleiben und Beschränkungen akzeptieren. Doch Einigeln und totaler Rückzug ist auch eine Gefahr. Wir mussten und müssen stattdessen neue, andere Wege suchen für die Kontakte zur Außenwelt, für Austausch und um anderes zu sehen und zu hören. Ja, natürlich, wir wollen nicht vergessen werden. Doch können wir das durch Schuften und Einheitssprache und Maßlosigkeit erreichen? Können wir das überhaupt selbst machen? Wer sind wir denn? Ja, natürlich, wir wollen es besser haben
Unser Leben und die Welt sollen immer besser werden. Doch welcher Weg führt dahin? Die Pandemie zeigt uns auch unsere Begrenzung. Sie hat das immer mehr und immer schneller in vielen Bereichen erst einmal gestoppt. Die Geschichte vom Turmbau ist da lustiger. Gott muss erst einmal herabfahren, um überhaupt erkennen zu können, was die Menschenkinder da machen. Haha, so klein ist dann doch das Riesenprojekt. Doch es wirkt so, als fühle Gott sich bedroht. Jedenfalls sieht Gott Folgen der Maßlosigkeit, die wir nicht sehen. Und setzt dem Schuften und der Selbstzerstörung und Fremdzerstörung eine Grenze. Eine heilsame Grenze. Durch Zerstreuung. Wir können und sollten uns auch zerstreuen, wenn wir zu viel arbeiten oder uns zu viel vorgenommen haben oder wenn uns Angst quält. Dann können wir für Zerstreuung suchen durch Muße, durch Ortswechsel, durch ein Spiel, durch Musik oder einen Roman oder indem wir eine andere Sprache lernen. Durch diese Zerstreuung kommen wir heraus aus uns selbst und unserer Enge, die uns bedrängt. Und wir können die Zukunft wieder offener und anders sehen und neue Möglichkeiten erkennen. Die Zerstreuung durch Gott führt in die Vielfalt. Denn die Welt und die Menschen sind verschieden und sehr vielfältig. Das war und ist Gottes Plan, von Anfang an. Es soll nicht alles gleich sein, uniformiert und genormt. Es soll nicht alles gleich klingen. Und das ist gut so, denn das bedeutet Weite und Reichtum in der Natur und in der Kultur. Und nur mit Blick auf diese reiche Vielfalt können wir etwas besser machen. Ja, dabei kann es schon passieren, dass man sich nicht versteht. Aber ist das so schlimm? Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Dieser Satz könnte mir ruhig öfter einfallen, denn er bringt zum Umdenken. Und er ist eine Erleichterung. Er führt aus dem Hamsterrad und aus mancher Niederlage zum wirklichen Leben. Bei Gott zählen andere Dinge. Bei Gott zählen wir als begabte und begrenzte Geschöpfe, einzeln und zusammen in unserer ganzen Vielfalt. Die Heilige Geistkraft könnte mich gern öfter daran erinnern. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Wir wollen beten. Komm, Heilige Geistkraft, mach uns klar und gelassen. Hilf uns, unsere Grenzen zu erkennen und anzunehmen. Und zeige uns den Reichtum der Vielfalt. Ermögliche uns einen guten Umgang mit unseren Zielen und mit unseren Konflikten. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei bei denen, die ihre eigenen Grenzen und die anderer nicht akzeptieren können. Bring ihnen das Funkeln des Lebens zurück, das unser begrenztes Leben liebenswürdig macht, und zeige ihnen die vielen guten Gestaltungsmöglichkeiten. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei bei denen, die leiden unter zu hohen Anforderungen und Leistungsdruck, unter Zukunftsangst und wirtschaftlichen Sorgen in der Pandemie. Bring ihnen Entspannung und Vertrauen, Kraft und Mut und Hilfe und zeige uns, wo wir helfen können. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei bei den Regierenden aller Länder, gib ihnen Weisheit, kluge Beraterinnen und Berater und den Mut, wenn nötig, auch unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Lass sie ihre und unser aller Grenzen erkennen und beachten. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei bei denen, die durch Not, Gewalt und Hunger zur Flucht gezwungen sind und bei denen, die nicht die Kraft haben zu fliehen. Lass ihnen Hilfe und Schutz zukommen. Stärke sie. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei in den Kriegsgebieten unserer Erde. Wir denken derzeit besonders an die Krise in Nahost. Mach Frieden und schaffe Gerechtigkeit. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Komm, Heilige Geistkraft, sei in unserer Gemeinde, dass wir uns nicht einigeln, sondern über unseren Kirchturm hinausschauen und dass wir die Vielfalt erkennen und schätzen. Wir rufen zu Gott, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Gott, deine Heilige Geistkraft ist der Geist des Lebens. Wir wollen dich auch bitten für die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deiner Hand und schenk uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns in Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun feiern sie Pfingsten weiter. Gottes Geistkraft schenke ihnen Hoffnung und Freude. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.